bisschen umdrehen. Geschafft. Thank you.
Jo, servus Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Maiwanderung von mir bei bestem Wanderwetter. Ich bin heute in Ottenhöfen im schönen Achertal gestartet zu einer erneuten Genießerpfadrunde Richtung Karlsruher Grat. Es geht jetzt bereits zwischen Kilometer 3 und 4 wieder runter zu den Edelfrauengrabwasserfällen. Ich hatte schon einen ziemlich langen, etwas kräftezehrenden Anstieg gehabt von Ottenhöfen bergauf Richtung Sausteigtränke. Die habe ich dann kurz vor Kilometer 3 erreicht. Ihr habt ja gesehen, da habe ich mich noch mal ein bisschen gestärkt bei einem alkoholfreien Bierchen. Erfrischt dann doch recht gut, wenn das so schön frisch und kühl ist bei diesen doch eher warmen Temperaturen. Es ist zwar heute nicht ganz so heiß wie gestern, aber dennoch ist man da froh, wenn man da was Kühles zu sich nehmen kann. Es ging dann weiter jetzt eben übers Holderbrünnele und jetzt geht es dann schon wieder bergab runter zu den Edelfrauengrabwasserfällen, wie schon gesagt. Und dann gibt es den richtig langgezogenen Anstieg durch das Gottschlägtal allmählich bergauf, bis sich dann die größte Höhe so am Karlsruher Grat, diesen 400 Meter langen Klettersteig, da gibt es zwar keine Sicherungselemente, bis ich das dann erreicht habe, aber dennoch kann man sich da entweder eine leichtere Variante aussuchen oder man kraxelt da wirklich dann zum Teil auf allen Vieren oben am Fels entlang. Richtig schön, mal schauen, wie viele Leuten ich da heute begegne, weil ich ja doch erst heute Mittag starten konnte. Also um 15 Uhr bin ich erst losgewandert am Bahnhof in Ottenhöfen. Habe dort den letzten freien Parkplatz noch ergattern können. Da hatte ich Glück, sonst hätte ich mir woanders einen Parkplatz aussuchen müssen. Normalerweise starte ich ja eher vormittags oder morgens, aber das ging jetzt leider heute nicht. Ich hatte nämlich Nachtschicht und da ist es natürlich klar, wenn man dann früh morgens heimkommt, braucht man erstmal ein paar Stunden Schlaf. Und so wie ich, wenn ich jetzt die letzte Nacht habe, dann schlafe ich dann nicht mehr so lange. Meistens dann nur noch so 4, 4,5 bis 5 Stunden. Mehr nicht, damit ich dann abends wieder müde bin und meinen Rhythmus dann wieder umstellen kann auf eine andere Schicht, weil ich ja dann doch 3 Schicht arbeite. Und das ist dann immer von Woche zu Woche verschieden. Von daher habe ich meine Tour erst ganz gemütlich heute Mittag gestartet, hatte heute Morgen noch ein paar Besorgungen zu machen in der Stadt und daher habe ich es ganz gemütlich angehen lassen, war dann um 3 Uhr am Bahnhof und ist ja lange hell, habe ich ja 6 Stunden Helligkeit, bis die Sonne untergeht und bin jetzt schon gespannt auf diese kleine, etwa 13 Kilometer lange Genießerpfadrunde hier im Achertal mit aber dennoch 650 bis 700 Höhenmetern. Also das knallt schon richtig rein. Viel Spaß mit meiner neuen Tour. Ja, und wer meinen Kanal, meinen YouTube-Kanal schon längere Zeit verfolgt, der wird auch bemerkt haben, dass ich hier schon mal war in der Gegend um Ottenhöfen und am Karlsruher Grat, Seebach. Das war vor fast 2 Jahren, ich glaube August 2020, war ich schon mal hier unterwegs bei noch etwas besserem Wetter. Da gab es, glaube ich, gar keine Wolken am Himmel. Komplett azurblau, richtig sommerlich, hochsommerlich warm. Da hatte ich dieselbe Tour schon mal gemacht. Und da dachte ich, es wird mal wieder Zeit, so eine kleine kurze Tour hier wieder zu starten und da mal wieder den Karlsruher Grat zu besuchen. Dann hatte ich schon die ganze Zeit immer im Kopf gehabt, aber immer wieder kam was dazwischen. Da hatte ich mich wieder für eine andere Tour entschieden, die dann länger war oder was ganz anderes, wo ich noch nie unterwegs war. Und von daher habe ich gedacht, das passt jetzt mal ganz gut so, am Nachmittag das einzuschieben. Ist man ja nicht so lange unterwegs für 13 Kilometer. Obwohl man natürlich da viel Zeit in Anspruch nehmen muss, da, wenn es da ums Kraxeln geht, ein bisschen rumklettern, da darf man nichts überstürzen und macht das dann richtig mit Bedacht und Piano. Aber ich
denke ich, da habt dann da vorne jetzt im Gottschlecktal jetzt bei den Edelfrauentrabwasserfällen auch wieder ein bisschen Schatten. Und da kommt die Sonne dann nicht so intensiv hin wie vorhin bei diesen etwas freieren Stücken.
Ja, und hier geht es jetzt quasi immer entlang dieses Gottschlägbachs das Tal bergauf, bis ich dann irgendwann mal kurz vorm Karlsruher Grat am Herrenschrofen angekommen bin. Und ab da beginnt dann wahlweise die leichte Kletterei, je nachdem, welche Variante man sich aussucht. Den ganz normalen Wanderweg, der links vorbeiführt, oder eher so in der Mitte oder leicht rechts haltend, wo man ein bisschen auf diesem Quarzporphyrgestein laufen kann. Manchmal auch unter Zuhilfenahme beider Hände, weil es dann doch ein bisschen anstrengender wird und man einen sicheren Halt braucht auf diesem Gestein. Alleine hier wird es schon ganz schön wurzelig und immer wieder diese kleinen Wasserfälle, die hier aus 45 Meter Höhe in leichten Kaskaden nach unten fallen. Einfach schön romantisch hier dieser Weg. Gefällt mir richtig gut. Allzu oft war ich noch nicht hier unterwegs. War bestimmt noch keine 10 Mal im Laufe der Jahre, seit ich eigentlich als Kind schon das Wandern für mich entdeckt habe. Ja, aber ich denke, so 5 bis 7 Mal war ich schon hier. Aber dann immer über viele Jahre hinweg verteilt. Von daher wurde es mal wieder Zeit, diese Tour hier in Angriff zu nehmen. Lässt sich ja auch prima ein paar Stunden abwickeln. Also, auf diesen nächsten 1,4 Kilometern bis zum Karlsruher Grat, da stehen mir dann also noch ca. 200 Höhenmeter bevor. So in etwa. Ja, und da oben auf dem Grat geht es ja dann immer so in etwa auf einer Höhe auf dem Gestein entlang. Manchmal verläuft die Oberfläche des Gesteins so wie in einer Rinne, so quer, dass man da prima drauf laufen kann. Aber es gibt dann natürlich auch andere Abschnitte, wo man sich dann ein bisschen mehr bücken muss und so auf allen Vieren nach vorne krabbelt, kraxelt, je nachdem. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein paar ordentliche Höhenmeter vor mir. Aber hier geht es eigentlich ganz gut, hier auf diesem breiten Weg. Und am oberen Ende der Edelfrauengrabwasserfälle kam mir dann noch eine junge Mountainbikerin entgegen. Die schien sich da wohl etwas verfahren zu haben, denn sie wollte auch nach Ottenhöfen zurück, grob in diese Richtung, und wollte wissen, ob man da, wo ich jetzt hergekommen bin, über die ganzen Steinstufen entlang der Wasserfälle auch nach unten kommt mit dem Rad. Wie gesagt, ja, das könnte man eher abraten davon. Man kann sowieso noch schieben. Und sie als junge Frau müsste das dann die ganze Zeit die Treppenstufen runtertragen. Also nicht wirklich so ideal, um da nach unten Richtung Ottenhöfen zu kommen. Habe ihr dann eine andere Variante vorgeschlagen. Und sie probiert dann da mal ihr Glück. Aber das wäre dann doch ein bisschen zu mühsam mit dem MTB da über die ganzen Brücken, Stege, die Steinstufen runtertragen. Und das war ja wirklich ein großes Rad, richtig schwer. Zwar kein E-Bike, aber dennoch recht massiv. Und ich denke, es wäre für sie nicht so angenehm gewesen, das Rad da die ganze Zeit zu tragen. Und wirklich voran kommt man da auch nicht.
Also der Karlsruher Grat bewegt sich so in einer Höhendifferenz von ca. 130 Metern. Alles so zwischen 700 und 800 Metern Höhe, so in etwa. Und wie es natürlich hier auch wichtig ist, braucht man für diese Begehung, wenn man ihn richtig begeht, diesen Klettersteig, gutes Schuhwerk, Trittsicherheit und auch etwas schwindelfrei sollte man sein. Also, dann geht es jetzt dann gleich mal los in diese Richtung. 655 Meter hoch. Zum Bosensteiner Eck komme ich dann nachher auch noch im weiteren Verlauf. Das wäre dann der Umgehungsweg, aber ich laufe ja direkt auf dem Grat direkt drauf zu und dann stürze ich mich mal rein hier ins Abenteuer. Dann gehen wir gleich mal hier so einen kurzen seitlichen Abstecher. Mal schauen, wie hier der Ausblick ist. Das ist natürlich jetzt schon minimal anspruchsvoll. Aber da kann man noch beide Hände freilassen. Muss man sich noch nirgends halten. Das kommt dann im weiteren Verlauf. Ich wähle natürlich jetzt absichtlich die schwierigere Variante. Wenn ich jetzt weiter links laufen würde, müsste ich noch nicht so direkt hier auf dem Stein schräg nach oben. Da lasse ich einfach mal die Kamera mitlaufen, dass ihr hier mal so einen Eindruck habt, wie herrlich es hier oben ist, auf dem Grat, den ich jetzt gleich begehe. Ein bisschen bücken, weil der Ast so weit runterragt. Richtig schöne Ecke hier am Achertal von Ottenhöfen und Seebach. Nur ein klein wenig Wind geht, sehr angenehm. Ganz weit da vorne in der Mitte so kann ich das Gipfelkreuz erkennen. Aber hier auch schon ein berauschender Rundumblick. Dieses Panorama hier runter ins Tal auf einzelne Häuser. Linke Hand frei und rechts halte ich die Kamera.
gewechselt. Immer so, wie es gerade am besten geht. Nachher werde ich mir dann eh die Kamera mittels Kopfband umschnallen. Wird nicht mehr lange dauern. Hier wähle ich jetzt auch die anspruchsvollere Variante. Einfacher hätte ich es hier unten, aber ich will es ja extra so ein bisschen kraxeln. Also wechselt man immer von der einen Hand auf die andere. Je nachdem, mit welcher man gerade besser greifen kann. Und bei nassen Verhältnissen, Regen, Starkregen, Gewitter, Blitz und Donner, da sollte man diese Tour erst gar nicht unternehmen in diesem Gebiet hier. Also nur bei trockenen Wegverhältnissen, wenn der Fels hier, das Gestein trocken ist, ist das Ganze hier viel sicherer zu begehen. Hier geht es dann wieder runter ein Stück. Ich gehe noch ein bisschen nach vorne. Da gibt es schon erste Elemente, wo man sich sichern kann, wenn man hier klettert. Ja, hier geht es dann auch mal bestimmt 15 bis 20 Meter in die Tiefe, fast schon senkrecht. Und da drüben das Gipfelkreuz. Aber hier geht es ja auch nicht weiter. Von daher muss ich da wieder umdrehen. Auf der anderen Seite, rechts von mir aus gesehen, geht es dann bergab. Dann gehen wir mal hier runter. Das macht richtig Spaß hier drauf, sich zu bewegen. Auf diesem Gestein aus Quarzporphyr. So. Ich hoffe, es kommt dann auch auf dem Video so rüber, wie ich es hier hautnah erlebe. Ja, hier gäbe es dann auch wieder die Ausweichvariante, so ein kleiner Pfad, wo man den Karlsruher Grat umgehen kann. Hier geht es jetzt mal richtig schroff nach oben. Richtig steil. Und jetzt Kilometer 7 erreicht auf meiner GPS-Uhr.
Jawohl. Dann wird es jetzt ein bisschen spannender, die ganze Tour hier auf dem Karlsruher Grat. Ich habe mir jetzt die Kamera auf den Kopf geschnallt und dann kann es entspannt weitergehen. Schöner Abgrund hier von dieser Seite. Aber das Gestein hebt prima.
vorne angekommen. Fast schon. Genial. So, geschafft. Genial. Richtig geil. Richtig geil. So mag ich es, überall schöne Abgründe vom Gestein, vom Fels und das Gipfelkreuz hier am Karlsruher Grat, das 1975 von den Mitgliedern da des Alpenvereins Sektion Pforzheim errichtet wurde. Prima. Da kann man sich doch mal richtig eine kleine Pause gönnen hier an diesem tollen Plätzchen. So, liebe Leute, dann geht's jetzt die kleine Kraxelei wieder zurück hier vom Gipfelkreuz am Karlsruher Grat. Unter Zuhilfenahme der Hände natürlich, weil anders wird es uns kaum möglich sein. Mal schauen, ob man hier guten Griff hat. Dann heißt es einfach nur hochziehen am Fels. In der Regel ist es auch bergauf einfacher hier, wie bergab zu klettern. Hier auch wieder ein bisschen seitlich halten.
Hier gibt es jetzt noch mal einen kleinen Koloss. Und sehe hier seitlich, da käme man jetzt nicht unbedingt voran. Dann gehe ich wieder denselben Weg zurück, wie ich gerade hergekommen bin. Allen Vieren. So, von hier aus lässt sich das Gipfelkreuz nur noch am oberen Rand erkennen. Da habe ich schon ganz schön Meter zurückgemacht wieder. Jawohl, ja. So geht das. Alles freihändig hier. Rückzugs kam es mir jetzt echt schneller vor. Klasse. Und wieder fast zurück auf dem normalen Weg. Prima, prima. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal von der Seite an. Von hier sieht es viel kürzer aus, aber ich denke, die Variante direkt oben auf dem Kamm entlang ist eben doch sehr spannend. Und wenn man sich das zutraut und man hat schon ein bisschen so Erfahrung in so leichter Kletterei, wer es machen will, kann es machen, bleibt ja jedem selbst überlassen, was er macht, ob er sich diesen Weg dazu traut. Aber so war man wenigstens auch mal vorne am Kreuz. Ja, das ist ja seit 1975 errichtet worden. Ach. Hier kann man, ist glaube ich einfacher natürlich hier rechts entlang zu laufen, aber ich wähle jetzt bewusst mal hier wieder diesen steilen Aufstieg. Ja, da hinten. Ja, hinten dran ging so ein Weg vorbei. Kann man auf der Rückseite weiterlaufen. Aha. Auch nicht so ohne hier. Gut. (lacht)
extra wieder die schwierigere Variante ausgewählt hier. Habe ich gewusst, warum ich noch meine Kamera auf dem Kopf montiert habe und noch nicht in der Hand. Aber allzu weit ist es nicht mehr, bis der Klettersteig hier zu Ende geht. Geil. Und wichtig ist es natürlich immer, auf so einem Felsen einen sicheren Stand und Tritt zu haben, wenn man sich nicht sicher ist, ob das auf dem, wo man steht, auch wirklich Halt bietet und nicht wackelig ist. Loses Gestein, denn das kann dann oft böse Folgen haben. Ich bin schon wieder so weit weg vom Gipfelkreuz. Richtig nice. So, hier gehen wir auch mal wieder die steile Variante. Bin ja richtig im Kletterfieber drin heute. Ah, weit ist es nicht mehr. Prima Wetter. Und zum Glück nicht ganz so heiß wie die Tage zuvor. Das lässt sich jetzt noch aushalten. Zum Glück keine 30 Grad im Schatten oder mehr. Naja. Also da hinten in diese Richtung ist Westen. Von daher, die Sonne geht ja dann eh in den nächsten paar Stunden jetzt dann bald unter. Aber ich habe noch genug Zeit für die knapp 13 Kilometer. Lange Strecke hier, diese Premium-Wanderung. Und ich denke, für euch sind es vielleicht auch ein paar schöne neue Eindrücke hier vom Grat, wenn ihr so live hautnah mit dabei seid, wie ich da oben entlang geklettert bin.
Da gibt es ja sonst keine Sicherungselemente wie irgendwelche künstlich geschlagene Stiegen, Tritte oder Seile, wo man sich irgendwie ziehen, heben kann. Wirklich nur direktes Arbeiten am Fels mit den Händen auf allen Vieren, sehr oft in gebückter Haltung. Wir gehen jetzt auch mal hoch. Schauen, was mich da oben erwartet. Man muss ja nicht so gehen, aber ich mache das an, wenn ich hier so einen Steilhang sehe und kann dann da nach oben wandern. Richtig nice. Ja, sonst wäre der Weg eben von da unten ein bisschen hochgekommen. Ja, das sind eben doch ganz schön lange 400 Meter hier am Karlsruher Grat. Zieht sich durch dieses ständige Bergauf und Bergab, kommt das einem natürlich wesentlich länger vor. Auch hier wieder rechts. Hier nochmal so eine kleine, schöne Passage. Crazy. Da geht es hier so eine Schlucht nach unten. Auch hier wieder sicheren Stand haben. Mit jedem Schritt. Wenn das geht, dann geht das ganz easy peasy. Ja, nicht ausrutschen. Eben gutes Schuhwerk ist wichtig. Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und nur bei guten Wetterverhältnissen hier unterwegs sein auf dem Karlsruher Grat, wenn man schon die schwierige Variante wählt, so wie ich. Und mit ganz kleinen Kindern sicherlich nicht so empfehlenswert. Die Stolpergefahr ist einfach zu groß hier. Und man hat ja gesehen, es gibt hier jede Menge seitliche Abgründe, Schluchten. Also wenn die dann größer sind und sind dann ein bisschen von der Reife her so, dass man sagen kann, ihr wisst hier um die Gefahren Bescheid, was passieren kann. Vorsichtig machen, Schritt für Schritt überdenken und absolut trittsicher sein, sich durch nichts ablenken lassen. Das ist hier das A und O. Dann kann man hier dieses einzigartige Erlebnis für sich voll mitnehmen. So, ich glaube, das meiste habe ich jetzt. Ich war zwar schon fast 2 Jahre nicht mehr hier, aber ich mache das garantiert wieder mal. Dann vielleicht ohne Kamera, wer weiß. Ihr seht ja jetzt, wie es hier aussieht, was euch hier erwartet, wenn ihr diese Tour ablaufen wollt.
Und wie gesagt, man muss ja nicht direkt hier am Grat gehen. Man kann ja die einfache Variante wählen und ihn umgehen. Dann ist es natürlich lang nicht so anspruchsvoll und man kommt auch besser voran. Und am besten natürlich, wenn man sowas macht, auch immer Erste-Hilfe-Box dabei haben. Pflaster, Verband, Schere, alles. Denn es kommt doch mal gerne zu leichten Verletzungen, wenn man irgendwo am Fels ein bisschen nach unten rutscht. Sei es jetzt am Waden, am Schienbein, irgendwo am Fuß, am Knie. Oder man rutscht mit dem, ja, irgendwie unglücklich ab, dass man sich vielleicht auch an den Händen verletzt. Dann ist es immer gut, wenn man ein bisschen Verbandsmaterial dabei hat. Und sich da dann helfen kann im Notfall. Nicht, dass man hier am Verbluten ist. So. Jetzt geht es dann für mich zum Bosensteiner Eck weiter. Ich habe jetzt 7,4 Kilometer auf der Uhr. Vorne sind da noch Schilder angebracht. Ich will ja nur eine kleine Runde laufen. Ja, Bosensteiner Eck geradeaus. Also diese Richtung weiter. Komme ich, glaube ich, nachher noch am Brente Schrofen vorbei. Da ist auch eine schöne Hütte. Ah, jetzt muss ich noch mal was trinken. Ich bin etwas durstig. Ja, wir haben es jetzt etwa 18 Uhr. Ganz unten im Ort habe ich schon die Kirche gehört, wie sie geschlagen hat. 6-mal. Ah, jetzt geht es noch leicht ansteigend hier zum Bosensteiner Eck. Ich glaube, selbst da gibt es auch noch eine Getränkestation. Das wäre die dritte dann auf diesem Premium-Wanderweg hier rund um den Karlsruher Grat. Müsst ihr nur mal genügend Kleingeld dabei haben. Aber gerade jetzt im Sommer oder ja, noch haben wir Frühling, da, wenn die Temperaturen eben so hoch sind, da sollte man schon ein bisschen mehr zu trinken dabei haben oder sich auf jeden Fall mehr genehmigen, denn man schwitzt ja auch viel mehr. Kaum noch Leute unterwegs. Ich weiß nicht, ob es den ganzen Tag hier schon so leicht frequentiert war. Lediglich so um die Edelfrauengrabwasserfälle da im Gottschlägtal bergauf. Da habe ich dann noch einige Ausflügler getroffen, zum Teil auch mit Hund. Ah ja, geht es noch ein bisschen nach oben. Ach Leute, ist das nicht herrlich? Die Abendsonne hier. Und nur die Vögel zwitschern. Ganz ruhig hier sonst. Weit und breit. Niemand unterwegs. Außer mir mal wieder. Klasse. So, ich denke, ich habe jetzt dann bald die höchste Stelle meiner Tour erreicht. Und deutlich mehr als die Hälfte der Kilometer habe ich dann auch jetzt abgespult. Ich bin jetzt dann fast bei Kilometer 8 und ab dann geht es eigentlich kontinuierlich immer nur noch bergab. Ja, dann bin ich jetzt hier am Bosensteiner Eck angekommen, 830 Meter hoch. Was es hier alles in der Region für Tiere gibt, ja, Zwergfledermäuse, Wanderfalken, Feuersalamander, dann diese spanische Fahne, dieser Schmetterling, Kohlkraben, okay, die gibt es natürlich häufiger. Aber ich denke, wenn man da mal einen Feuersalamander sieht, das ist schon eher eine Seltenheit. Ja, unterwegs im Gottschlägtal, Karlsruher Grat. So, mal schauen. Wie damals vor fast 2 Jahren, als ich schon mal hier war. Brente Schrofen, 800 Meter,
Ottenhöfen 4,5, ja, 823 Meter hoch steht hier am Wegweiser. Hier auch noch mal so Informationstafeln, was es hier alles gibt in der Gegend. Naturpark Schwarzwald Mitte Nord. Ja, hier alles Infotafel zum Karlsruher Grat. Ah, ich denke, da findet man auch im Internet genügend Infos dazu. Dann geht es mal weiter Richtung Brentischrofen. Aber auch sehr schön hier an diesem Weidezaun vorbei. Auf diesem Weg. Richtig schön. Ja, man merkt eben doch, wenn man so auf die benachbarten Hügel schaut, dass man hier doch ein bisschen höher ist. Zahlt sich dann schon aus hier, so eine Höhenlage, knapp über 800 Metern. Ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt so auf der Kamera erkennen kann, aber da drüben auf dieser Höhe hier, der höchste Punkt, da sieht man dann den Turm der Hornisgrinde, den Fernmeldeturm. Ja, 1164 Meter hoch, also noch mal gut 340 Meter höher als hier auf jeden Fall. Ja, vom Aussichtspunkt am Brentischrofen mit dieser schönen großen Schutzhütte habt ihr gesehen, da war der Blick runter ins Achertal. Wahnsinn, richtig toll. Ab da ging es dann ziemlich felsig, steinig bergab auf dem
Wanderweg, jetzt hier wieder schön schattig unterwegs auf ganz weichem Waldboden. Herrlich. Vogelkonzert hier um mich herum. Gerade eben war es noch lauter, hat man die verschiedenen Vogelstimmen so richtig intensiv wahrnehmen können. Und es sind jetzt noch 2,5 bis 3 Kilometer, bis ich dann wieder am Bahnhof in Ottenhöfen angekommen bin. Da liegen halt ganz schöne Gesteinsbrocken rum hier am Wegrand. So, und richtig angenehm jetzt mit den Temperaturen in den Abendstunden. Lässt sich wirklich gut aushalten. Puh, also in diese Richtung hier, wenn man das nach oben läuft, das zischt auch ganz schön. Da geht es richtig knackig nach oben. Aber hier komme ich ja schließlich runter. Ich habe ja schon genug Höhenmeter gehabt heute. Ah, herrlich. Diese Sonne, diese Abendsonne. Und dann geht es hier an diesem Wiesenhang bergab. Die Grillen zirpen, die Vögel zwitschern. Alles ist aktiv. Die Sonne kommt schräg von oben.
Ja, Leute, ich sag mal, das war's dann wieder mit dieser herrlichen kleinen Premium-Wanderung hier im Achertal zum Karlsruher Grat. Ich habe es jetzt nicht mehr allzu weit runter ins Tal, maximal 1,5 Kilometer, aber ich muss ja noch den ganzen Ort vorlaufen bis zum Bahnhof. Ja, ich werde hier schon ein bisschen von der Abendsonne geblendet, wie ihr seht. Hier auf dieser Wellenbank kann man sich's richtig gut gehen lassen mit diesem tollen Ausblick. Fantastisch. Also, danke fürs Mitkommen. Hat mich gefreut, dass ihr mich begleitet habt. Macht's gut und wir sehen uns dann sicherlich wieder im nächsten Video von mir. Bis dann. Ciao, ciao.